Yo, 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 what up YouTube? Marcel ist wieder dabei. Und Freunde, ich kann euch was Lustiges sagen. Wir machen jetzt nämlich eine Challenge, weil die Lobby sieht danach aus, diese Challenge zu versuchen. Wir versuchen 35 Kills in 6 gegen 6 Team Deathmatch von 75 zu machen. Das heißt fast die Hälfte, weil ich glaube, mein Team gibt das gerade her. Ich muss nur ganz kurz überlegen, wie ich das mache. Ja, komm, wir müssen eigentlich Elsa spielen. Okay, Leute, also, weil die Lobby sieht nämlich so aus. Ich habe zwei Splitscreener im Team. Und ich hoffe, dass sie. Teammates schön zerstört werden. 40 Kills wäre richtig nice. Alles drüber ist sehr schwierig. Nein, Siri, ich habe dich nicht angesprochen. Okay, so. Cool, das hat sie verstanden. Beste. Hä, ist sie in Schatten? Kann sagen. Okay. Also. Die Lobby sieht von den Laufwegen der Gegner und so auch schon relativ vielversprechend aus. Okay. So. Ich habe auch Non-Lethal-Streaks dabei, das war aber eher Zufall. Ich hätte für die Challenge, wenn ich schlau wäre, andere Streaks genommen. Egal, Drohne ist immer gut. Drohnen-Style ist immer geil, Kappa. Komm her, Manfred. Hieß der Manfred oder habe ich es mir eingebildet in der einen Sekunde? Ui. Da muss ich jetzt los. Ah, haben wir beide nochmal mitgenommen. Setzen uns jetzt hier mal auf ganz entspannter Ebene in die Ecke. Ah, die Gegner haben natürlich die Drohne gegeiert. Wir müssen jetzt mal kurz. Wir campen jetzt. Nee. Als ob die nicht hier sind, Digga. Aha. Na, den zerstört. Ach, das ist ja lächerlich, Digga. Okay, Orbi raus. Ich wollte gerade sagen, den zerstört ihr nicht. Aber mich holen auf jeden Fall war noch easy möglich. Aber ist ja auch der beste Spieler der Welt wahrscheinlich. Da kann man auch wenig machen. Ist halt wirklich gefährlich gegen Sniper. Ich sag's immer wieder, Leute. Der Typ, der wartet ja so heftig auf mich. Ich weiß auch nicht genau, wo er ist. Hier vor, Digga. What the hell? Was ist das für ein Spot, Mann? Spiel doch mal richtig, Mann. Ja, jetzt, so kriegst du mich sowieso nicht. Das ist halt so traurig jetzt. Das war Barca-Style. Mit Magazin fast leer. Okay, wir haben 18 Kills. 35 ist die Challenge. Nein, nein, nein. Okay, geil. Die geiern halt alles runter, Mann. Das ist halt so eine Lobby. Wenn du die in Multiteam hast, dann hast du die sichere Triple. Aber solche Lobbys gibt's leider nicht mehr. Oh, Orbi. Dezent. Okay, so. Alle drüben gespawnt. Ja, nuklear geht halt einfach nicht, Digga. Ist halt einfach schwer. Die Lobby gibt's natürlich her. Guck mal, Challenge doch. Jawohl, nein. Statt dass du mal geholt wirst. Ich weiß nicht, ob die weit weg sind, ob die mich sehen schon. Der hinten geiert, schießt, glaube ich, so heftig auf mich die ganze Zeit. Jawohl. Free Kill. Noch 51 Schüsse im Magazin. Komm, wir sind wieder kurz vor Orbi. What? 24 Schüsse. Okay. Wenn alles normal ist, kommen die jetzt von hier. Ich muss halt aufpassen. Nice. Wichtig. Unnachgiebig. Ja, geht sogar. Geht. Nichts ist unmöglich, Toyota. Ich weiß nicht, ob ihr den Spruch kennt. Aber nicht, wenn. Okay, was hast du für eine Waffe fallen lassen? Gar keine. Ehrenmann. Na gut, SWAT. Ist jetzt keine Waffe, wo ich sage, geil. Hier schon eher. Brutal. Ich muss hier runter. Aber wie?
Nuklear, let's go. Oh krass, mit Nuklear hätte ich es nicht erwartet. Egal, da haben wir wenigstens ein Nuklear hier im RTC safe. Und die Challenge sollten wir auch geschafft haben. Ich habe es nicht aufs Scoreboard geschaut, aber ich glaube mathematisch sicher geschafft. 41, ja gut. Da habe ich nichts gesagt, Freunde. Gut, 41er KD kann man mal eben mitnehmen, Freunde. Ja, also hätte auch... ich sag ja, Leute, das Spiel ist, funktioniert einfach so, die Lobby, wenn du die Lobby siehst, dann in der Sekunde ist entschieden. Weil dass man Perfektion abrufen kann in dem Spiel, nachdem man es wirklich so auswendig kennt, ist klar. Klar kann mal ein Fehler passieren, aber normalerweise spielst du das halt so runter in so einer Lobby. Und es war jetzt halt so eine typische Lobby, ja. Haben wir immer die Nuklear geschafft. Mit sogar einer unaufhaltsamen Medaille. Sehr gut. Ja. KD wird's freuen, die der eine Typ immer in die Kommentare schreibt. Hau mal Zufall. Elsat war halt irgendwann leer und dann die Scar war natürlich. Also erstmal mit der SWAT, der 3-Piece war leck. Alter, das ist eine Lobby, das ist halt krank. Wobei Express habe ich Bock. Der 3-Piece mit der SWAT war natürlich nice und danach halt die Scar mit den perfekten drei Aufsätzen aufzuheben. Danach weißt du halt, okay. Das ist halt nice. Aber es hätte auch nicht knapper werden dürfen. Alleine wenn die Gegner in eine andere Richtung gelaufen wären, da wäre es schon schwierig gewesen. Okay, wir wollen ein bisschen. Okay, Raid. Komm, lass ein bisschen variieren noch. Ich versuche jetzt mal so ganz real quick eine Klasse. Und zwar die MK48. Schafft. Schnell ziehen. Nein. Okay, vielleicht geht die ja sogar so ohne Schalldämpfer. Komm, ich probiere es einfach mal aus auf YOLO-Basis. Ich habe die Waffe habe ich wirklich in meinem Leben. Ich kann mich nicht mehr, ich glaube, ich habe nicht mehr Nuklear mit der und ich habe wirklich, das ist eigentlich schon weird, weil ich habe so viel Nuklears, irgendwie mehrere hundert, 700, 800, 900, keine Ahnung. Da müsste eigentlich einer damit dabei gewesen sein, aber war nicht. Komm, packen wir die mal aus. Leider jetzt keine Tarnung drauf oder so. Gucken wir einfach mal, Freunde. Einfach auf YOLO-Basis, auf Spaß-Basis. Come on. So. Ich bin so langsam so fettes Gerät, Alter. Dieses Iron Sight ist wirklich ein Verbrechen an der Menschheit. Okay, also die Waffe fühlt sich sehr weird an. Und ich bin direkt mal hinter allen gespawnt. Ich vermute mal, dass da... Also wenn jetzt hier keiner ist, dann ist es schon ganz komisch. Lol, hier ist echt keiner. Hä? Aber wir haben... Okay, Moment. Wir haben aber 6 Gegner, oder? Ja, komisch. Ja, okay, das ist halt so eine Lobby, wenn die Gegner halt... Ja. Wenn die Gegner halt sowas machen. Stell dich mal das eins... Genau diesen Tod 1-2 Triple Nuklear. Es wäre so episch, Mann. Wie würde man darauf reagieren? Wie entspannt er dieses Tomahawk geworfen hat, ist ja wirklich... Das kannst du ja gar nicht beschreiben. Okay. Oh mein Gott, das sah aus, als ob ich hacke. Also die Waffe ist wirklich so widerlich zu spielen. Das ist eine typische Orbi-Waffe, weil du siehst halt sonst nichts. Also entweder Orbi oder... Ah, egal, komm, wir ziehen das jetzt aber durch. Komm, wir ziehen das jetzt durch hier. Eine geile Runde hatten wir eh schon. Challenge geschafft und Nuklear geschafft. Boah, ist die Waffe hässlich. Alter Falter, Mann. Ah. Damit kannst du, also da brauchst du ja Rotpunkt. Da brauchst du ja Rotpunkt. Du siehst ja nichts, wenn du damit reinvisierst. Das ist ja. Ich bin ja klar, kein Recoil und so. Aber ich ist ja auch eine LMG. Ja, das ist hier übrigens der geilste Headglitch der COD-Geschichte. Ja, komm, geht da mit Kitchen nachher. So, kann ich jetzt hier einen abstauben. Drohne. Konterdrohne. Verbündete Konterdrohne nähert sich. Abschuss bestätigt. Hätte er keine FAL gehabt, wäre ich gestorben. Er konnte die halt nicht. Er konnte halt zum Glück nicht triggern und zielen. Na, und der Typ holt mich. Eieieiei. Mann, ey, so eine Lobby einmal in Herrschaft, Mann. Ich würde sofort auf Triple spielen.
Okay, da bin ich tot. Ja, das war klar. Hat er gut gemacht. Er hat sich perfekt wegbewegt. Was ich halt wirklich heftig finde, womit ich nie gerechnet hätte, ist, dass ich besser bin als früher. Weil mein Leben nicht mehr davon abhängt und ich jetzt mehr reckless reingehe. Das finde ich halt so ein heftiges Gefühl. So, ich kann das gar nicht beschreiben. So, ich muss mir wieder die Nase kratzen. Auch wenn ich jetzt hier zwei Free Kills dadurch nicht bekomme, aber ich muss. Lol, ist hier noch einer gespawnt? Besser geht's nicht. Lecker, lecker, lecker. Und solche Gegner braucht man, die auf so ein Auto drauf springen. Bringt zwar nichts, aber. Warte mal, wo ist das Geschütz? Okay, feindliches Geschütz. Okay, Orbi. One-Shot seinen Großonkel. Ah, da hinten ist das Geschütz. Ah, natürlich, natürlich. Das will ich sehen. Alles klar, Digga, sind Aufsätze. Alles klar, Mann. Geile Lobby, aber. Die Hitbox, ja gut. Mussten die jetzt ausgerechnet so ein Geschütz haben? Mann, ich will ihm den Hacker-Tod geben. Komm, Team, den hast du nicht. Mann, doch. Komm. Und, Alter, Leute, ich freue mich so auf die AN. Wir machen einfach Road to Prestige Master. I wanna know what love is. Man kann es nicht verlernen. Okay, also das wäre auch ein zur Triple sehr lustig. Ja, da natürlich durchgezogen. Also die Waffe finde ich echt scheiße. Der dreht sich nicht mehr um. Okay, nice, Leute. Boah, 13 Minuten erst. Schade, die Folge ist bis jetzt schon so nice. Ich darf jetzt nicht mehr verkacken. Ah. Wie frech hole ich bitte den hinteren, ey. Ah, der hat auch gut genommen. Hat auch sehr gut genommen. Ja. Level 30, ey. Noch 25 Level und es wird jedes Mal länger. Von Level zu Level. Eieiei. Gucken wir mal. Ja, fast Level 31. Gucken, was haben wir noch für Waffen? Vielleicht wäre sie mit Rotfunk ganz okay. Ich könnte es natürlich noch mal ausprobieren, aber wobei, scheiß drauf. Worauf hätte ich denn mal Bock? Also hier freue ich mich jetzt auch auf die M27 extrem. Ja, die kriege ich ja im nächsten Level. Können wir dann in der nächsten Folge machen. KSG freue ich mich auch schon drauf. Komm, machen wir noch ein bisschen Typ. Bisschen Typ-Action hier. Raid auch nochmal von mir aus. Ja. Schnellziehen, Magazin, Erweiterung. Schalldämpfer, genau, so. Gewandtheit, Hardliner. Ja, das Ding ist, ich brauche eigentlich das C4 nicht ohne Plünderer. Da könnte man. Wobei doch, ey, komm. Ich bin süchtig danach. Ich kann es nicht anders machen, Freunde. Die Lobby sieht auch immer noch lecker aus. So, ich habe so Solo im Clan, Digga, als ob es hier irgendwie immer die Teamaufteilung. Als ob es irgendwie geil wäre, Solo im Clan-Tech zu haben gegen die größten Recruit-Bots. Früher war es noch cool, Solo, wenn du irgendwie so Bodenkrieg gespielt hast oder so, aber jetzt, naja. Gut.
Ist einfach wie nach Hause kommen auf Raid zu spielen. Type, type, type. Wir nehmen jetzt den Hype. Okay. Vielleicht geht ja sogar noch ein Nuklear. Weiß man nicht. Alle Ziele wurden als feindlich eingestuft. Aber ich glaube, so geil wie die Lobby davor war, ist sie jetzt nicht mehr. Was wir auf jeden Fall machen können ist... Oh ja, es hat geklappt. Das ist eigentlich so eine Szene, wo man stirbt. Nein! Oh, ja! Okay, nice. Ehre gebändigt, Vorhaut gespendigt. Wahrscheinlich gespendigt, oder? Okay, Digga. Okay, also Teammates sind sich schon mal sicher, dass hier jemand ist. Ja, recht gehabt, ne? Wollen wir nichts gegen sagen. Hat der Teammate recht? So nenne ich ihn nicht Knecht. Wieso auch hat er recht? Aha. Alter, den habe ich ausgeknipst. Jetzt bin ich mal gespannt, wo die so sich aufhalten. Okay, habe ich nur zwei Gegner oder? Ja, das, dafür ist die Typ halt komplett schlecht. Ui. Habt ihr den jungen Mann ausgeschaltet? Er hat heute, ich glaube, zwei Gegner sind rausgeflogen. Ja, vier Gegner noch. Liegt hier seine Waffe? Ja, komm. Man weiß ja nicht. Vielleicht braucht man sie ja mal. Aber hier habe ich nicht mehr so viel Magazin. Lull. Hey. Wo seid ihr jetzt? Seid ihr nochmal hier gespawnt? Okay, Moment. Er kommt nicht. So, AFK? Ja. Gut. I wanna know what love is. Hätte mich einfach nur challengen müssen, natürlich. Ich hätte es niemals geschafft. Egal, ich hätte alles auspacken können. Wie schnell der tot war, Digga. Wow. Okay. Verbündete Konterdrohne nähert sich. Drohne nähert sich. What the hell? Wieso schießt er so früh, Mann? Was ist denn los mit dem? Ich glaub's nicht, Erdgeist. Was für ein ekliger Mensch. Alter, was für ein ekliger Mensch. Na gut, dann gibt's eben keine zweite Nuklear, mein Gott. Du bist echt der Beste, gib mal her. So. Okay, irgendwie. Ja komm, ich rechne aber damit, dass sie hier spawnen. Und ich habe recht. Ist halt so ekelhaft, dass jetzt. Guck mal hier, der Typ mit Geist ist hier also wieder. Und deine eigene Waffe, Bruder, guck mal. Also es macht schon Spaß. Ich freue mich schon sehr auf die KSG-Folge, muss ich sagen. Ich glaube, KSG habe ich früher nur nicht so gerne gespielt, weil ich sie leveln musste. Ich glaube, hätte ich sie einmal komplett durchgelevelt, ich hätte niemals eine andere Waffe gespielt. Ah, okay, Mann. Scheiße, das ist genauso typisch. Solche Kills holt man nicht, aber die schweren Kills holt man. Okay, alles klar. Ah, du bist mein Freund. Okay, gut zu wissen. KSG kommt da. Er hat mir die Ehre genommen. Kann man nichts machen, Freunde. Den Win holen wir uns auf jeden Fall noch. Icke wieder, 030. Hast du der Tryhard?
Nehme ich einen AFKler eben mit. Juck mich nicht. Ich muss leveln, Bruder. Gib mir die 50 Punkte. Okay. Ah, Icke wieder. Stell dir vor, du stirbst eins vor Triple durch ihn. Er ist eine Legende dann, er ist eine Legende. Ich würde sagen, die Runde war vom Gameplay auch sehr nice. Freunde, lasst gerne ein Like da, würde ich mich drüber freuen. Wir sehen uns in der nächsten Episode wieder bei Road to Commander. Haut rein, bis dahin und ciao, ciao.